Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei Zockt und Eurodruck Simulator 2. Ja, wir sind hier beim letzten Part auf den Hof gefahren. Oh Gott, wieso ruckelt das denn jetzt so? Kann doch nicht sein. So, und ja, wie gesagt, wir sollten hier noch abladen. Das habe ich beim letzten Mal noch verschoben in diesem Part, weil ich gesagt habe, das ganze Rangieren hier und so weiter, das würde eventuell zu lange dauern. Ich fahre jetzt auch hier mal ganz langsam, weil die Framezahl, die verabschiedet sich gerade bei mir. Das sage ich ganz ehrlich. Also das ist gerade Hardcore. Dia-Show rückwärts einparken. Herzlich willkommen bei Nick Freys Dia-Show rückwärts einparken Simulator. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Kann an der Aufnahme hängen. Gab es ein kleines Update bei meinem Aufnahmeprogramm, was ich benutze. Beziehungsweise, nee, eigentlich nicht. Nee, es war das Renderprogramm, wo eine Abnahme kam, ein Update kam. Oha. Ja, ich sehe schon, das geht in die Hose. Oh, Backe. So, jetzt steht er gerade. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. So rum muss ich, oder? Und dass der da einschwenkt, genau. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Oh oh. Oh 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 oh. Das ist aber auch eng hier. Verdammte Hacke nochmal. So, aber jetzt dürfte er langsam gerade kommen hinter mir. Und dann müsste das eigentlich gehen, dass wir da jetzt gescheit reinfahren. Ah, da wird es auch schon grün. Grün, grün. So. Und dann drücken wir T. Super, ausgezeichnet, wunderbar, alles hervorragend. Da gibt es 10.000 Ocken und wir sind Level 6. Das ist eine super Sache, denn als Level 6 Fahrer können wir ja auch ja, den Motor wieder erweitern. Ich bin gerade am überlegen, hochwertige Fracht hat sich eigentlich ganz gut bezahlt gemacht, finde ich. Da könnte man nochmal einen Punkt reinsetzen. So. Da legen wir mal wieder einen Vorwärtsgang ein. Rudern hier mal rum. Ja, oh, hallo Framezahl. Willkommen, liebe Framezahl. Oh oh, schaffen wir das? Moment, gerade mal gucken. Ja, irgendwie sind wir da rumgekommen. Der Spiegel da vorne, der ist für mich ab und zu schon ein kleines Rätsel. Ich weiß zwar prinzipiell, wie er funktioniert, aber so manchmal muss ich dann doch sagen, erscheint mir das, was ich da drin sehe, nicht so real wie das, was ich so normal sehe. Also, keine Ahnung. Gut, jetzt müssen wir gerade mal uns Gedanken machen. 9 Stunden bis zur nächsten Rast. Ich glaube, wenn wir hier rumfahren, lässt er mich raus? Ich glaube, der lässt mich raus. Moment, aber ich, das Problem ist, ich sehe nichts. So, genau, da vorne ist eine Werkstatt. Keine Ahnung, warum der mich da rausgelassen hat. Da kommt da was, da kommt was, wir sind einfach schneller und drängeln uns davor. Ach jemine, ist das hier, ja, wenn man da durch fremde Städte fährt und keine Ahnung hat, wo man denn eigentlich hier rumgurkt. Ich bin auch gerade wieder am überlegen, wo ist denn da die Einfahrt zu dieser tollen Werkstatt? Ist das jetzt hier auf der Seite? Oder muss ich da vorne irgendwo ums Eck? Ich glaube, ich muss da vorne irgendwo ums Eck.
zwar da, das sieht aus wie eine Werkstatt. Das sieht aus wie eine Werkstatt. Das wäre cool. Wenn man da drin auch tunen könnte, wäre das natürlich noch optimaler. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob man da drin tunen kann. Ich vermute es aber mal. Super, da stehen sie wieder auf dem Parkplatz, die LKWs. So, muss ich aufpassen. Diesmal muss ich rückwärts fahren. Diesmal sollte ich nicht einlenken, um dann festzustellen, dass ich hier alles mitnehme. So, was kostet die Reparatur? 400. Okay. Und Ausrüstung. Motor. Ein neuer Motor. Ach, der kostet ja gar nichts. Ich habe gedacht, der wäre teurer. Na gut, der bringt aber auch kaum was. Der bringt 40 PS. Ist jetzt nicht so die Welt. Ist egal, wir nehmen es mit. Also, wir kriegen den alten sogar noch in Rechnung, in Dingens genommen. Der Hammer. Ja, haben wir den jetzt schon eingebaut? Tatsache. Der hat gerade mal 4000 Euro gekostet. Das ist ja nix. Farben. Ja, ich habe gedacht, der wird mehr Bums machen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier nur mal schnell hier oben. Bauen wir mal so ein Ding da dran. Ich bin gerade am überlegen, das gefällt mir eigentlich besser wie das. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, weil das ist ja eigentlich, ist das hier das Einfachere. Da würde ich sagen, da packen wir hier so ein... Boah! Hallo, was kann ich denn hier alles dran bauen? Tröten? Ja, nee, dann nehmen wir doch das andere. Da will ich schon hin. Will das nur wieder abmachen. Hä? Was zum Henker? Wieso ist hier ein grüner Haken dran? Na, ist egal. So, dann bauen wir hier dran erstmal hier so eine Doppeltröte. Kann man das irgendwie hier kameratechnisch verschieben? Also sieht man echt gut. Rundumlicht kann ich noch nicht, okay. Da drüben möchte ich gar nicht dran. So, da. Da möchte ich auch gern. Moment mal. Ja, doch, da möchte ich auch gern. Da drüben möchte ich auch gern so eine Tröte. Tones. Ja. Okay. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich wollte es erstmal fertig bestücken. Und habe das Gigantische in den Sand gesetzt. So, dann möchte ich hier gern so ein. Fetten Scheinwerfer dran und dann möchte ich hier auch gar noch so einen fetten Scheinwerfer dran. So. Jawohl, ja, das sieht doch fett aus. Das sieht doch mal fett aus. Jetzt bin ich nur gerade am gucken, wo haben wir die externe Kameraansicht? Wow. Hammer cool. Lassen wir mal an. Ui, geiler Sound. Machen wir mal Licht an. Ja, das war nix. So, nochmal. Wir versuchen es nochmal. Die Lampen gehen gar nicht, oder sehe ich das mir nicht? Also die Tröten hören wir. Aber warum zur Hölle macht er da oben die Lampen nicht an? Okay, man muss nicht alles verstehen. Macht er die jetzt? Benutzt er die oder benutzt er die nicht? Naja, wie auch immer. Jedenfalls, wir haben jetzt, glaube ich, einen stärkeren Motor. Oh ja, der hört sich auch gleich viel satter an. So, jetzt ist nur noch die Frage, wir haben repariert, wir haben das gemacht. Da oben ist noch so ein Fragezeichen. Da würde ich sagen, da fahren wir auch nochmal flott hin. Ja, ich glaube, ich bin im falschen Gang gerade unterwegs gewesen. Trotz Automatik, ui.
Ja, und ich habe so die Vermutung, wenn ich bremse, dann benutzt er vielleicht so eine Art Motorbremse mit. Und wenn ich dann auf der Bremse stehe und dann wieder Gas gebe, dann dauert es ein bisschen. Hört sich schon satt an. Gefällt mir. So, dann müssen wir da vorne mal gucken. Ich hoffe, mir fällt jetzt keiner in die Karre. Das machen die ja gern mal hier, die KI-Fahrer. So, und dann müssen wir hier mal schauen. Entdeckt das doch mal bitte. Okay, das ist ein Händler. Das ist gar kein, na, wie heißt es? Kein Dingenskirchen. So, Europort Amsterdam. Ich glaube, ich mache mal gerade Warnblinker an. Bei Warnblinker sind die dann doch immer ein bisschen vorsichtiger. Wenn ich dann hier rumdrehe, sollten die das akzeptieren. Passt. So, und jetzt, obwohl wir grün haben, halten wir mal kurz hier andrücken, Escape, und gehen mal ganz schnell hier rein in die Auftragsbearbeitung und gucken mal auf dem Frachtmarkt, was es denn hier Schönes gibt. Oder Rotterdam sind wir ja, wir sind ja gar nicht in Amsterdam. Tja, so was aber auch. So, Rotterdam. Was gibt's denn Schönes? Da können wir mal runterfahren nach Frankreich, nach Reims. Das hört sich interessant an. Fahren wir durch Belgien. Ist natürlich schön, waren wir gerade bei der Formel 1 zu Hause. Dann haben wir hier Frankreich Calais. Das hört sich natürlich noch besser an. Ich gucke hier hinten nämlich auf die Frachtraten. Da sind schon richtig heftige Preise drin. Wenn ich da lese, 33,96 Euro pro Kilometer. Für schwere oder übergroße Ladung. Hört sich das gut an. Druckbehälter. Setzen wir mal als Navi-Ziel. Komm, beschleunig. Mach mal den Warnblinker aus. Setz mal hier den Blinker. What? Die Ampel war grün. Bis der beschleunigt hat, war sie natürlich rot. Ja, da fahren jetzt die anderen los. Na, super. Einfach hervorragend. Hat wieder gut geklappt. Und jetzt gibt er Vollgas, wie immer. Also, keine Ahnung, ob das am Lenkrad liegt. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch keinen Bock, das zu testen. Ich will das Spiel ja gar nicht ohne Lenkrad fahren. Ist einfach so. Das Spiel gehört für mich einfach ein Lenkrad dazu. Ohne Lenkrad macht mir das keinen Spaß. So Tastatur oder so Gedöns da. Nee, da so. Tastatur fahren. Nee, danke. Das können gerne andere machen. Das mache ich nicht. Ich habe ein Lenkrad. Das habe ich nicht umsonst. Und deshalb fahre ich hier mit 900 Grad Lenkung. Einfach, weil es am realistischsten ist. Und so am meisten Spaß macht es mir zumindest. Ich hoffe euch auch. So. Und jetzt mal den ganzen Gegenverkehr hier abwarten. So langsam mal wieder anrollen. Anrollen, anrollen, anrollen. Und dann hier um die Kurve. Hoffen, dass sie die Schranke nicht zumachen. Boah, aber jetzt gibt er echt hier Vollgas. So, Mist. Vergessen, einen Auftrag anzunehmen. Das war jetzt dubbisch. Das war jetzt mehr als dubbisch. So, müssen wir wieder zurück. Ja, ich bin heute irgendwie so kopfmäßig, bin ich nicht so ganz bei euch. Muss ich euch ganz offen zugeben. Ist gerade Weihnachten rum. Ich habe jetzt ein bisschen Stress. Ich bin leer gelaufen. Welch Panik. Keine Ahnung, ich muss vielleicht nochmal gucken, dass ich die Tage nochmal einen Tag ausfallen lasse oder so. Oder ich muss da echt mal jetzt Rekordaufnahmen machen, aber es ist schon wieder so spät. Herrgott, die blöden Feiertage, ja. Man kommt zu nichts, die ganze Familie will nur, dass man kommt zum Futtern. Und dann hängt man da stundenlang auf Toilette fest, weil der ganze Müll ja wieder raus muss. So. Naja, war jetzt nicht so gemeint. Also falls das jemand meiner Familie hören sollte, war nicht bös gemeint mit Müll. Das Essen war lecker. So ist es jetzt nicht zu verstehen. Ich komme auch nächstes Jahr gerne wieder. Es ist nur so, dass, ja, die Zeit. Einfach, die rinnt am durch die Finger. Man kommt nicht zu Aufnahmen und denkt plötzlich, why? Warum habe ich nichts mehr auf Vorrat? Ich habe doch so viel Videos auf Vorrat. Plötzlich ist alles weg. Alles weg, alles futsch, alles in Rauch aufgelöst. Na gut, wir haben ja heute einiges geschafft bekommen. Wir haben mal einen neuen Motor reingebaut, der hat ein paar mehr PS, nicht viel, aber ein paar mehr PS.
Damit sollten wir vielleicht ein bisschen flotter unterwegs sein demnächst. So, dann haben wir da oben mal Lichterketten aufs Auto gebastelt. Schön weihnachtlich, ist ja gerade rum. Und dann haben wir mal die Hupen draufgepackt, die jetzt ein bisschen satter klingeln, weil klingen, egal. Weil sie nochmal zwei Bums mehr haben. Und so, hier vorne müssen wir dann nach Brüssel, Liege. Nach Ligé. Ja, schön langsam machen. Ja, super. Ein Pfeiler vor der Nase. Sehe ich ja gar nicht, wenn ein Auto kommt. Muss ich leicht vorfahren. Okay, passt. Da biegt einer ab. Da biegen zwei ab. Ich drängel mich da jetzt mal langsam raus. Ja, und du, Held. Lässt du mich jetzt fahren oder lässt du mich jetzt nicht fahren? So, jetzt drängel ich mich hier raus. Frech wie ich bin. So, da haben wir es geschafft, da dem ganzen Verkehr auf der Kreuzung ein bisschen frech da entgegenzukommen und das einfach mal durchzudrücken. Und jetzt geben wir hier mal Feuer, Pedal to the Metal, damit wir hier noch ein paar Kilometer geschrubbt bekommen am heutigen Tag. Ja, nicht, dass das hier in so eine Abladewerkstattfolge zu einer Abladewerkstattfolge verkommt. Nein, wir wollen hier noch ein paar Kilometer machen, denn wir sind ja Fernfahrer und nicht Rumsteher. So, also, hauen wir mal rein. Da oben kreisen die Vögel in der Sonne. Boah, ist das geil gemacht. Ey, Leute, ist das geil gemacht. Ich finde, das ist richtig geil gemacht. So, wie schnell darf ich hier fahren? Ist mir es egal oder ist mir es nicht egal? Das ist zumindest mal dreispurig. Und so langsam beschleunigt dann. Ich kann mich entspannt zurücklehnen, weil der stressige Innenstadtverkehr, der hat ja die Biege gemacht. Die Musik, die hat die Hände im Sack. Heißt es hier so schön. Die spielen irgendwie nichts mehr. Warum eigentlich nicht? The New Start. Nee, wollen wir nicht. Wir hören uns Adventure an. So. The New Start war ohne Musik. So, da hinten liegt ein bisschen im Dunst. Ja, kein Wunder. Es regnet ja auch schon wieder. So, dann heizen wir mal. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Der Part neigt sich ja fast schon wieder am Ende zu. Deshalb sage ich ja, wir müssen noch ein paar Kilometer machen irgendwie. So, Tempomat auf 90 km/h und ab geht er, ab geht die Luzi. Der Punkt ist, da muss ich mal echt drauf zu sprechen kommen. Ich war ja in England unterwegs und habe mich da so ein bisschen aufgeregt, dass die da überall 30er-Schilder so stehen haben. Ich habe das voll verpeilt, dass da drüben Meilen pro Stunde und so Zeugs gemessen wird. Dass das überhaupt keine Kilometer pro Stunde sind. Tja, blöd gelaufen, hätte ich auch 50 fahren dürfen. Aber irgendwie habe ich nicht mehr dran gedacht. Und genau das war dann das Problem. Da bin ich dort 30 gefahren. Ui. Ui, ui, ui. Bevor wir da wieder einem draufrauschen. Ja, da geben sie mir hier Lichthupe. Oder war das einfach nur der Blitz? Kann auch nur der Blitz gewesen sein. So, Tank haben wir auch noch genug. Rast müssen wir auch noch nicht machen. Wir lassen brummen, wir lassen laufen. Alles schön mit Tempomat, volle Bulle, ab geht da. Ich könnte ja eigentlich nochmal richtig drauf treten. Mal gucken, was unser Motor so hergibt. Da mehr wie 90 Sachen drin sind. Müssten eigentlich, aber irgendwie will er nicht. Ja gut, es sind halt auch nur diese ominösen 40. Oh, da ist schon die Grenze, okay. Das sind ja auch nur die ominösen 40 Gedöns hier. Beziehungsweise macht der ein Tempomat nicht aus, oder? Doch, hat es ja dann aus, oder? Tempomat. Ich habe keine Ahnung. Tempomat wieder auf 90. Wenn ich Gas gebe, geht er eh nicht schneller. Aber er erreicht sie leichter. Also wir fahren sie fast permanent durch irgendwie. Das passt schon. Aber 40 PS mehr ist jetzt halt auch nicht die Welt. Sagen wir es einfach mal so. So, da geht's ab nach Calais und nach Duisburg. Okay. Da sollte ich vielleicht mal bremsen. Ich
Ich wusste gar nicht, dass Calais und Duisburg so dicht beisammen liegen. Aber das hängt wohl damit zusammen, dass man unten links und rechts abbiegen kann. Bremsen. Das Problem ist, hier ist nass, da rutscht er noch ein bisschen. So, jetzt hoffe ich, dass ich da die Kurve gescheit kriege. Ich hätte ja mal gucken können, ob es Gegenverkehr gibt. Natürlich gibt es Gegenverkehr, wie soll es auch anders sein? Super, fahren wir wieder Landstraße oder wie? Und da kommen jetzt auch noch S-Kurven. Das heißt, da müssen wir vorsichtig fahren, dass er nicht schiebt. Ja, irgendwie habe ich irgendwie so eine Tempomat-Automatik da drin, so dass er nicht schneller fährt, wie es die Straße zulässt oder so. Ich stehe voll auf dem Gas. Die Kurven fuhr aber nur mit 45. Jetzt gibt er wieder Feuer. Ja, hier kommen uns die LKWs entgegen. Da sind schöne Sonnenblumenfelder. Da freut sich wieder mein Rendern. Es gibt einen großen Part. Allein wegen den Sonnenblumen gibt es wahrscheinlich wieder einen riesen Part hier von den Gigabytes her. Da drehen sich übrigens die Windräder. Ja, da habe ich auch eine neue Thematik, wo wir das nächste Mal drüber reden können, nämlich die erneuerbaren Energien. Da gibt es ja so viele Missverständnisse und wir werden da belogen und betrogen. Also wirklich, das ist kein Joke, ja. Ich reg mich jetzt mal auf, wenn ich Nachrichten gucke. Was die Energieversorger sich da einfallen lassen, um uns da das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil die erneuerbaren Energien ja so teuer sind. Das ist ein Witz hoch 5. Da werde ich aber das nächste Mal drüber reden. Oh, da gibt es wieder Einkommen von Taylor. Da werde ich aber das nächste Mal drüber reden, denn ja, dieser Part neigt sich dem Ende zu und wir sollten mal ein bisschen bremsen, dass wir hier in den Kurven nicht aus der Kurve fliegen. Boah, das ist ja schon geil gemacht. Kannst du sagen, was du willst, oder? Hey, guck das mal an, das sieht doch aus hier, das sieht aus wie eine Bundesstraße oder so irgendwas. Mehr davon. What the fuck? Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, das habe ich ja noch nie gesehen. Da sind die Schranken unten und da fährt ein Zug vorbei. Ja, also wenn die Welt mal nett lebt, dann habe ich keine Ahnung, was dann lebt. Boah, ist das hammercool gemacht. Bahngleise, die sich schließen und wo ein Zug durchfährt. Bahnschranken, die sich schließen und Bahngleise mit Bahnschranken, die sich schließen, wo ein Zug durchfährt. Alter, ist das cool gemacht. Kommt es da vorne nochmal? Da ist doch nochmal sowas. Oder ist das nur eine Abfahrt, die... Ne, das ist eine Abfahrt. Die zu einem geschlossenen Fabrikgelände führt. Ja, boah. Da ging mir aber eben mal kurzzeitig die Muffe. Ich habe gedacht, was ist nur los? Wenn da kein Zug gefahren wäre, ich wäre den voll reingebrettert. Ich hätte gar nicht gesehen, dass die da stehen. Aber das ist ja mal cool, das ist ja mal mehr als cool, das ist, boah, das ist obercool. Da sind Spuren von Baufahrzeugen und Traktoren scheinbar auf der Straße zu sehen, haben ein bisschen schmutzig gemacht hier. Boah, was eine Landschaft. Boah, was eine Landschaft, ich komme aus dem Staunen nicht raus. Ja, aber auf diese Landschaft, wie gesagt, und auf die erneuerbaren Energien und so weiter, da kommen wir dann im nächsten Part zurück, wenn es wieder heißt... Nick Frei zockt den Euro Truck Simulator 2. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.